Ich glaube, ich wurde gesehen, oder? Ich hätte ranschleichen müssen. Jetzt wurden wir nicht gesehen, ne? Okay. Ich wurde gesehen, deshalb. Wurde von der Wache gesehen. Manchmal habe ich das Gefühl, die Minen laufen einfach von allein. Das ist wohl mir zu verdanken. Anscheinend völlig leer, bis auf einen Eintrag von vor einigen Jahren, der einfach besagt, nur einen Gürtel kaufen. Arbeitest du für mich? Ich verliere da den Überblick. Okay. Oh Gott, wo? Das mit der Schwerkraft ist schon krass. Das macht es auch wieder realistischer, weil es halt hier unterschiedliche Schwerkräfte gibt. Keine Sorge. Wir sorgen dafür, dass du den Job kriegst. Vor allem wir. Ich hab's gemacht. Glaub mir, das ist der beste Weg, die Anfrage genehmigen zu. Ich hab's schon. Und ich habe hervorragende Neuigkeiten für dich. Okay, ja. Ich habe gerade gesehen, dass du Peters neue Assistenz bist. Yeah. Herzlichen Glückwunsch. Bist du nicht schlecht wegen der anderen Leute, die sich beworben haben? Nein, und solltest du auch nicht. Die Bewerbungen waren entweder schon älter, oder es wird wieder jemand angeheuert, sobald du nach der Sache verschwunden bist. Okay. Und was passiert, wenn sie rausführen, was sie tun? Wird nicht passieren. Soll ich dir was verraten? Den meisten ist alles egal. Die sind nicht schlecht in ihrem Job, aber so überarbeitet, dass sie nichts mehr interessiert. Okay. Im Ernst, mach dir keinen Kopf. Okay. Ich bin lang genug hier, um zu wissen, wie die da oben ticken. Okay, na dann, ich bin bereit. Ab jetzt wird es leicht. Du arbeitest einfach für Peter und wenn du an seine Terminal-Nachrichten kommst, siehst du meine Anfrage. Du musst nur meine Anfrage genehmigen und dann machen wir gleich weiter. Dann holen wir uns neue Ausrüstung und zeigen denen oben, wie es gemacht wird. Ich habe 3000 Credits bekommen. Sehen, wo man arbeitet. Sind Sie im Fleiß, jeden Tag aus fernen Systemen auf Fredonia zu pendeln? In Deluxe Condominium für Premium Apartments frei. Single. Ja, siehst du, so wird es gemacht in den Jobs. Findet jeder etwas. Fragen Sie noch heute an. Ey, cool. Hey, Chef! Hi! Oh, da bist du ja wieder. Du hast eine gefühlte Ewigkeit weg. Weißt du eigentlich, wie hart mein Job ohne Assistenz ist? Ich bin jetzt da und zur Arbeit bereit. Gut, dann fangen wir. Du siehst irgendwie anders aus als sonst. Nein. Warst du bei Enhance? Ja, klar. Ah, ich weiß wieder. Die wollten mir eine neue Assistenz schicken. Also... Als ich gehört habe, wie schlecht du beim Einstellungstest abgeschnitten hast, hatte ich ja meine Zweifel. Aber du bist pünktlich. Das macht mir Hoffnung.
Genug geplaudert. Gehen wir an die Arbeit. Zeig mir einfach, wo dein Computer steht und ich kümmere mich um deine Nachrichten. Noch nicht, das muss warten. Erst habe ich eine deutlich wichtigere Aufgabe für dich. Bitte nicht durchs Universum. Ich erwarte eine private Bestellung. Ich weiß nicht warum, aber beim letzten Mal musste meine Assistenz mit Governor Hurst darüber sprechen. Also los, hol mir mein Paket. Was ist mit dem letzten Assistenten passiert? Ich weiß es nicht. Ich dachte zunächst, dass ich mehrere hätte, die sich immer abwechseln, aber offenbar hatte ich immer nur einen und die verschwinden alle irgendwann. Ich glaube, mein letzter Assistent sollte mir Kaffee holen und ist nie zurückgekommen. Ich habe ehrlich gesagt nie zugehört, als sie rumgejammert haben. Okay. Erzähl mal was über dich. Könnte ich, aber wir würden nur wertvolle Zeit vergeuden. Und was hast du bestellt? Was hast du denn bestellt? Eine gute Assistenz hat keine Fragen zu stellen. Eine schlechte wird gefeuert. Mittelmäßige Assistenten kriegen... Ach, ich habe vergessen, was ich sagen wollte, aber ist auch egal. Hol mir einfach mein Paket. Außerdem weiß ich es nicht mehr genau. Aber es ist wichtig. Okay. Schönen Tag noch. Ebenso. Jetzt müssen wir auch noch zum Big Boss, ne? Halt dich vom Sixth Circle fern, wenn du kein Miner bist. Oder komm wenigstens nicht heulend angerannt, wenn dir was passiert. Okay, mach ich. Ach du hier. Ich bin ungeheuer stolz, Gouverneur der ersten großen UC-Kolonie zu sein. Das ist super. Ah, hallo. Willkommen. Für gewöhnlich habe ich keine Zeit, mit fremden Leuten von der Straße zu reden. Aber wenn es schnell geht, helfe ich. Was kann ich für dich tun? Ach, es ist wichtig. Ja? Na dann, schieß mal los. Ich bin hier Peter Brando, so. Du warst ja recht fleißig dabei, dir einen Namen zu machen, nicht wahr? Du hast also von mir gehört? Natürlich. Das ließ sich kaum vermeiden. Interessant. Governor Hurst weiß wohl von unseren Aktivitäten. Falls du mit Aktivitäten meinst, was deine Begleitung für Cydonia tut und nicht deine Arbeit für die Constellation, Miss Morgan, dann ja. Hör mal, ich bewundere Tatmenschen wie dich. Du kriegst nur Ärger, wenn du Ärger machst. Und ich glaube, dafür bist du nicht der Typ. Ich weiß, dass du nicht wirklich Mr. Brennans Assistenz bist. Ich weiß nicht, was du vorhast. Aber ich habe keinen Grund zur Annahme, dass es nichts Gutes ist. Also kommen wir zur Sache. Was kann ich für dich tun? Die persönliche Lieferung. Oder? Warum weißt du so viel über mich? In Cydonia spricht sich alles schnell herum. Ach so. Und es ist mein Job, so etwas zu wissen. Ich mache mir keine Sorgen wegen dir. Und wenn du dich geschickt anstellst, bleibt das auch so. Okay, persönliche Lieferung. Oh, ich weiß genau, was mit dem Paket passiert ist. Mr. Brennan hat vermutlich versäumt, dir zu erzählen, dass ich es aufgrund seiner immensen Steuerschuld zurückhalte. Oder es ist ihm überhaupt nicht bewusst. Also, hör zu. Ich gebe die Lieferung frei. Aber erst musst du mir einen Gefallen tun. Oh, bitte. Du kommst mir vor, als könntest du Diskretion bewahren. Ja, mein diskreditieren kann ich. Das Raumschiff wurde gestohlen. Ich brauche jemanden, der es findet. Und dann zerstört. Diskret. Deine Lippen müssen versiegelt sein. Wenn dein Schiff von Piraten gestohlen wurde, wieso fragst du dann nicht die Systev? Oder zerstören? Ja, das ist eine komplizierte Situation. Ich erspare dir die Details. Aber da es wohl von Piraten gekapert wurde, wäre es besser, das Schiff und alle an Bord zu vernichten. Macht es einfacher für die Versicherung. Aber Systev? Aus diversen Gründen. Ich will nicht, dass sie es vermasseln. Außerdem ist es ein bisschen peinlich, als Gouverneur ein Schiff zu verlieren. Die Leute sollen nichts davon erfahren. Das verstehst du sicher. Okay. Dann sind wir uns also einig. Ich schicke dir die letzte bekannte Position meines Schiffs. Und denk daran, die Sache ist vertraulich. Ich erzähl's keinem weiter hier. Haben Sie Kinder zwischen 5 und 18 Jahren? Melden Sie sich
ist doch nicht wahr, oder? Man macht sich einfach wahnsinnige Sorgen. Ihre Kinder können ganz bequem von zu Hause aus verschiedene Fächer wie Kunst, Naturwissenschaften, Mathematik, Geschichte und mehr lernen. Ja, das ist tatsächlich Telenor. Das heißt, wir müssen irgendwann unseren Flieger so richtig fit machen. Ja? Für Dinge. Also langsam kommt so ein bisschen Ruf rein her. Theoretisch könnten wir jetzt auch im Mars rumlaufen. Praktisch auch, aber... Das ist doch mal an hier. Sehr schön. Wir brauchen aber ganz schön lange da hinten. So, ab ins Cockpit gleich. Signal, fliegen wir los. Uranus. Ach du Gott. Jetzt bin ich gespannt, wie was... Ich habe gespeichert. Ich möchte ihn nicht umbringen. Ich weiß nicht, was die Antwort, die korrekte ist. Ah, Scheiße. Warte mal. Vielleicht finden wir einen Kompromiss. Wir haben vielleicht was, das dich interessiert. Und ansonsten halt Credits. Du musst einfach nur an Bord kommen. Okay. Ja, komm an Bord. Aber mach keine Dummheiten. Dir ist garantiert klar, wie das enden würde. So, andocken. Jetzt weiß ich einigermaßen, wie das funktioniert mit den ganzen Stationen. Wir brauchen bessere Waffen, fällt mir gerade ein. Müssen wir ein bisschen was machen dafür. Okay, keinen Schritt weiter. Wie du siehst, bin ich weder allein noch hilflos. Überlege dir also gut, wie du die Sache regeln willst. Du hast die Wahl. Wir brauchen Teile, um unseren Graf-Antrieb zu reparieren. Gib uns die Teile und dein Schiff und wir lassen dich leben. Oder wir legen dich um und nehmen es uns. Wenn du dich bei 20 nicht entschieden hast, entscheide ich. Überzeugen, warte. Ich denke, wir alle können hier auseinandergehen und bekommen, was wir wollen. Du willst reden? Okay, der Countdown ist vorbei. Du hast mein Interesse geweckt. Wir müssen... 6. Na, regeln wir das vernünftig. Es muss nicht gewalttätig werden.
Da liegst du falsch. Ich habe keine Lust mehr, vernünftig zu sein. Wir schaffen es sonst nicht mehr. Schiff ist mir egal. Du kannst es haben, wenn ich mich vorher mal kurz umsehen darf. Klingt vernünftig. Ich denke darüber nach. Okay. Genug geredet. Ich glaube, ich kann damit arbeiten, was du hier bietest. Ich helfe dir sogar. Ich habe einen belastenden Brief von Hurst persönlich. Für umtriebige Köpfe wie dich ist er sicher von großem Wert. Mir ist egal, was du damit machst. Zerreiß ihn. Nutz ihn für eine Erpressung. Egal. Überlass uns dieses Schiff und du kannst sie haben. Einverstanden? Komm schon. Muss ich es dir echt haarklein erklären? Hurst ist Politiker. Politiker sind anfällig für Erpressung. Oder wenn du ein echtes Feuerwerk auf dem Mars sehen willst, kannst du das sicher jemandem in einer einflussreichen Position in Cydonia als Beweis für Korruption vorlegen. Eine noch größere Zielscheibe können wir sowieso nicht auf dem Rücken haben. Und das sorgt sicher für Ärger an der lokalen Politik. Also eindeutig eine gute Sache. Ob das doch mal funktioniert hier? Ach komm. Zu schade. Aber besten Dank für dein Schiff. Wir hätten dich wegpusten sollen. Zum anderen. Und so, was war das? Captain! Aua. Oh Gott, wie viele Targets gibt's denn hier? Oder so. Du bist tot. Wow, wo sind die hin? Wow. Genau. Oh, ich habe jetzt eine Idee. Wir klauen uns das wir machen das Schiff kaputt. Oder nehmen wir das bei uns auf? Mal gucken. Wir suchen erstmal nach Hinweisen. Jawohl. Große Erwartung. Da der Nachname meines Vaters Pirip und mein Taufname Philipp war, konnte meine kindliche Zunge aus beiden Namen nichts Längeres oder Bedeutsameres machen als Pip. Also nannte ich mich Pip. Und so wurde ich dann auch von den anderen Pip genannt. Charles Dickens 13. Roman ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden. Ja, da habe ich aber mehr erwartet. Okay. Nehmen wir ein bisschen Klebeband mit, ne? Das schadet nicht. Nicholas Nickleby. In einem abgelegenen Teil der Grafschaft Devonshire lebte einst Mr. Godfrey Nickleby, ein achtbarer Mann, der sich recht spät im Leben in den Kopf gesetzt hatte, dass er heiraten müsse. Und da er weder jung noch reich genug gewesen war, sich um die Hand einer gut situierten Dame zu bemühen, ehelichte er aus reiner Anhänglichkeit eine alte Flamme, die ihn aus genau denselben Grund zum Gatten nahm. Und so kam es, dass zwei Menschen, die es sich nicht leisten konnten, um Geld Karten zu spielen, einander ab und an den Gefallen erweisen, zusammen eine Partie um die Liebe zu spielen. Der dritte Roman von Charles Dickens erzählt die Geschichte eines jungen Mannes und dessen Mühen, seine Familie zu ernähren, nachdem sein Vater sie versehentlich in die Armut und sich selbst in den Reichtum gestürzt hat. Ja, eine Weihnachtsgeschichte.
Okay, die nehmen wir erstmal alle mit hier, die Bücher. Oh, was ist das da? Was ist das da? Was ist das? Ich kann es nicht sehen. Achso. Schaumschlägerbehälter. Kaffee. Oh, Kaffee. Ist alles Geld, was hier rumdümpelt, ja. Aber wir haben keinen Platz. So, gibt es hier eine modifizierte Maelström? Nee. Tragehilfe? Okay. Oh, wir sind zu schwer wieder, oder was? Ich glaube ja, ne? Nee, noch nicht. So, lassen wir uns mal gucken. Ui. Wir haben einen anderen Rucksack. Was macht der? Ablativ. Minus 15% erlittener Energieschaden. Verzinkt. Tragehilfe verbraucht 75% weniger Sauerstoff, wenn du überladen bist und dabei läufst. Ey, cool. Ich meine, der, was ist Füß? Wahrscheinlich physischer Schaden. Reduktion. Und Energiewaffenreduktion. Thermal ist natürlich niedriger, aber der Rest höher. Der hat aber einen geringeren Wert. Ich nehme den erstmal hier, den an hier. Wir haben nochmal einen Rucksack, okay. Piratenangriff-Anzug. Nochmal einen Helm. Nehmen wir erstmal mit zum Angucken. Munition. Ist eines von den Waffen hier irgendeine überarbeitete? Nee, ne? Die ist zwar besser mit dem Schaden, aber die Feuerrate. Optional suchen nach weiteren Hinweisen, mache ich ja. Sowas ist aber cool, dass wir es trotzdem umdrehen können. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem. Ist aber ein großes Schiff, hä? Ich bin ja echt gewillt, das zu behalten. Berserker. Warum schleppst du all diesen Schrott mit? Ja, warum nicht? Guck mal, wir haben hier eine modifizierte Maelström. Wir haben Maelström, wo haben wir die drauf? Auf welcher Taste? Und wir haben hier eine modifizierte. Die ist ein bisschen schwerer, aber das ist hier so Standardwaffe, ne? Die hat schon ein paar Mods drauf, das ist gut. Die tauschen wir nämlich aus. Wir packen die rauf und schmeißen die weg, weil wir sind jetzt überladen. So, wir können auch noch ein paar andere Waffen, die Grendel, könnten wir auch auf die 3 packen. Weiß ich nicht, ob das alles sinnvoll ist. Hier ist auch eine Waffe, die haben wir auch noch nicht drauf. Auf die 5. Sehr gut. So, dann schauen wir mal. Das ist der, den wir gerade anhaben. Ja, den können wir wegschmeißen. Er war das, weil es ist alles schwer. Wir haben eigentlich keinen Platz. So, was haben wir noch? Navigator-Rucksack. Den schmeißen wir mal weg. Den schmeißen wir auch weg. So. Wir haben noch einen anderen Helm. Antiballistik. 15% erlittener physischer Schaden durch Fernkampf. Gute Nacht, Lytander. Schlaf gut. Von menschlichen Gegnern. Nee, den schmeißen wir auch weg. Passt erstmal. Können noch eine Ebene runter. Ist nichts drin. Da geht's nämlich raus. Schlechtwetter-Outfit.
drüben ist noch was, da gehen wir gleich rüber. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Da ist ein Terminal hochgegangen. Letzte User Session. Wow. Neue Waffe. Okay. Gut. Sehr gut. Da unten irgendwas? Lass uns mal gucken. Wir haben jetzt eine neue Sidestar, die können wir noch besetzen. Wir haben hier eine Eon. Eine Eon haben wir auch schon. Das ist die hier. Und wir hätten jetzt eine Feuerrate. Ich bin gewillt, diese auszutauschen. Das ist die hier, ne? Und die schmeißen wir weg. Weil es eine Standardpistole ist. Und bringen uns so nach und nach. So, da haben wir noch eine Schrotflinte. Moment. Ja, ist richtig, aber ich nehme erstmal die Waffen mit. Später werden wir uns auf eine Waffe konzentrieren oder zwei. Was ist hier? Tür öffnen. Tür öffnen abgeschlossen. Warum? Hä? Oder war hier vielleicht vorher jemand gefangen? Auf alle Fälle stimmt schon mal die Story mit den Piraten. Wir haben dann... Silvia Schloss. Das war's. Zeig her. Nehmen wir, was wir kriegen können. Können wir uns das angucken? Wer auch immer das hier findet. Ich heiße Silvia Schloss. Ich treibe nun schon über eine Woche ohne Treibstoff durchs All, ohne Hoffnung auf Rettung. Ich wünschte, ich könnte allen, denen ich Unrecht getan habe, sagen, wie leid es mir tut. Aber ich weiß nicht, ob das auch stimmen würde. Ich wollte nie so sterben, aber die Schuldgefühle und die Unsicherheit treiben mich dazu, mir das Leben zu nehmen. Wer ist das? Warum? Spielfiguren? Brauchen wir aber nicht. Höchstens, wenn wir unsere eigene Station ausrüsten wollen. Sind natürlich so eine Gegenstände ganz klasse. Aber ich glaube, wir haben hier weitaus mehr Platz. Doppelknochenhorn. Nehme ich mit. Okay, warte mal. So. Ich werde jetzt hier gleich einen Speicherstand anlegen.
weil ich würde gerne das Schiff nicht zerstören. Wegen den Waffen, ganz kurz nochmal, der Vorteil ist, die Waffen sind ja nur gemoddet. Das heißt, sie nutzen immer noch dieselbe Munition. Da versuche ich drauf aufzupassen. Ich bin echt im Überlegen, dass das mir's wird hier. Oh. Oh. Nee, oder? Mensch, das wäre doch super gewesen. Ich darf jetzt gar nicht fliegen. Verdammt aber auch. Soll ich den Antrieb anwerfen? Lass mich mal kurz noch mal in die Aufgabe gucken. Mission. Suche nach weiteren Hinweisen. Wir können leider nicht den Input noch mal haben. Hast du den Brief vom Gouverneur? Ja, ich habe den Brief. Warte, wir gucken sicherheitshalber nach. Ist alles berechtigt, die Frage? Notizen, ist es das hier? Hier ist das war's, was wir gesammelt haben, und das andere ist, glaube ich, eine Questgeschichte. Den Brief habe ich von dem einen mitgenommen. Hier, Nachricht von Hurst. Ah, warte mal. Kümmere dich um das Schiff und alle Leute an Bord. Es ist mir egal, wie du es machst. Ich will das Problem nur loswerden, bevor die Sache ans Licht kommt. Du kannst dir sicher vorstellen, dass es sehr schlecht für mich aussieht, wenn jemand herausfindet, dass ich eine Affäre mit habe und sich die betroffene Frau mit einem Regierungsschiff davongemacht hat. Das würde ich gern verhindern und das Ganze als Diebstahl und Zerstörung vertuschen. Ich wiederhole, das Schiff muss zerstört werden, sonst erkläre ich die Zahlungsbedingungen für null und nichtig. Gouverneur Glenn Hurst. Und der hat die Piraten beauftragt. Ja, mache ich sie jetzt kaputt oder nicht? Ich zerstöre ja trotzdem Beweise. Ahnung. Ich will ja sowieso die Sachen. Also sie hat sich in Selbstmord getrieben, ist deswegen wahrscheinlich geflüchtet, und wollte sie umbringen. Oder hat's. Also sie ist ja wurde erschossen, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Und das zeigen wir an. Ja, ja, wir zeigen das an. Es ist eh optional. Wir zeigen das an. Und zwar mache ich die optionale Geschichte. Zeige Cor Woodard, Hurst Notiz. Ich weiß nicht, was der für einen Rang hat. Aber ich bin so ein bisschen ehrliche Haut. Also klauen und so weiter, okay, ne, in einem gewissen Rahmen. Oder von Bösen das Geld nehmen, alles okay.
meine persönliche Meinung da in diesem Spiel, ne? Aber das ist dreckig. Das ist dreckig. Das muss zur Strafe gezogen werden, hier alles, ne? Ich glaube nicht, weil ich nicht mehr weiß, wo das ist, ne? Oder doch? Ne, ist die Europa? Ja, ich weiß nämlich jetzt nicht mehr, wo das Schiff ist. Ach doch, guck mal, da ist es noch. Gucken wir mal, ob es nachher bei der Quest immer noch da ist. So, wo müssen wir hin? Ich möchte, wo ist die Mission dazu? Die da. Polizeichef, ich sag ja, wir machen mit dem doch mal. Okay. Willkommen bei der Security von Cydonia. Ich bin Commander Vincent Woodard, Leiter der planetaren Security und früher Kommandant der Red Devils. Ich bin für die Sicherheit auf hoher Regierungsebene verantwortlich, während mein Kollege Booth für die alltäglichen Sicherheitsfragen zuständig ist. Wenn du also ein Vergehen melden willst, rede mit ihm. Wenn ich dir aber bei etwas helfen kann, sprich mich jederzeit an. Wehe, du bist ein linkes Ding hier. Apropos. Das ist eine schwere Anschuldigung. Ich nehme an, du hast Beweise für diese angeblichen Vergehen? Ja. Ja, ich habe eine Nachricht, die einen Piraten schickte. Daran stehen all seine Vergehen. Was würde diese Sache rechtlich für Hurst bedeuten? Naja, er ist Governor. Wenn du die Wahrheit sagst und Beweise hast, wird er wegen schwerer Verbrechen angeklagt. Er müsste wohl zurücktreten und sich den Behörden stellen. Sonst wird er verhaftet. Dann gibt es in New Atlantis einen Gerichtsprozess. Wenn er verurteilt wird, kommt er wohl ins Gefängnis und muss Strafe zahlen. Sie müssten sicher einen neuen Governor suchen. So etwas kommt sehr selten vor, also ist es nur halbwegs fundierte Spekulation. Okay, ich habe hier eine Nachricht. Lass mich das mal sehen. Tja, das sieht nicht gut aus für Hurst, das muss ich zugeben. Es war richtig, damit zu mir zu kommen. Ich übernehme ab jetzt. Die United Colonies danken dir für deine Wachsamkeit. Hurst sollte mir ein Paket für Peter Brennan geben. Kannst du mir damit weiterhelfen? Weißt du was, ich tue dir einen Gefallen. Bring deinen Deal mit Hurst zu Ende. Ich warte noch ab und kümmere mich erst danach um ihn. Sag ihm nur nicht, dass wir darüber geredet haben. Ich will nicht, dass er flieht. Und du willst dein Druckmittel gegen ihn nicht verlieren. Cydonia weiß das wirklich zu schätzen. Ich befürchte, da wird nicht viel passieren. Bald ist Pause. Komm, halt durch. Und jetzt bin ich gespannt, welchen Effekt das hat. 180 Stunden ohne Unfall. Yeah! Willst du was sagen? Dann spuck's aus. Wer bist du denn? Wenn du einen Deal einfädeln willst, versuch's bei jemand anderem. Ach, du glaubst, du wärst was für die Handelsaufsicht, ja? Mhm. Tja, wir haben gerade nur ein paar Transportaufträge, aber gut bezahlt. Ich weiß nicht genau, was gerade verfügbar ist, aber in der Auftragsbörse drüben im Broken Spear hängen immer wieder Jobs aus. Viel Glück da draußen. Es ist echt so viel.
was du nebenbei alles machen kannst hier. Ich glaube, Geldmangel dürfte es hier nicht geben. Ich hoffe sehr, schön dich zu sehen. Ich möchte endlich einen Schlussstrich ziehen. Hast du mein kleines Problem beseitigt? Ich habe das Schiff zerstört, warum auch immer. Es geht, dein Geheimnis ist sicher. Gut, dann überlasse ich dir, wie versprochen, Mr. Brennans Lieferung. Als Bonus gewähre ich ihm sogar Steueraufschub. Du hast mir wirklich aus der Zwickmühle geholfen. Versteh mich nicht falsch. Aber ich hoffe, ich brauche die Art von Hilfe nie wieder. Ich war lange nicht mehr auf dem Mars. Das Sol-System wird relativ wenig bereist. Ich hoffe... Ich hoffe, dem wird der Prozess gemacht hier. Ich werde Governor. Es gibt keinen Politiker, der sich mehr für die Menschen engagiert als ich. Ich wurde vor ungefähr 20 Jahren zum Gouverneur ernannt. Ich diene jeden Tag mit vollem Einsatz den fleißigen Menschen auf dem Mars. Ich kümmere mich um sie und ihren Wohlstand. Und sie helfen mir dafür, die United Colonies zu einem leuchtenden Symbol der Hoffnung für die Menschheit zu machen. Wenn du mich fragst, gibt es nichts Besseres. Okay. Gibt es hier Leute, arbeiten da ich dich kaum kenne, weiß ich nicht, wie ich das beantworten soll. Aber Cydonia ist ein Industriezentrum. Hier gibt es reichlich Jobs. Wenn du Mining-Erfahrung hast, red vielleicht am besten mal mit dem aktuellen Mining-Direktor von Deimos. Oder du gehst zum Büro der Deimos Sternenwerft und fragst da. Wenn das nicht nach deinem Geschmack ist, gibt's reichlich örtliche Firmen, die immer Aushilfen suchen. Okay. Viel Spaß in Cydonia. Muss ich jetzt aber zur Polizei? Mein Kumpel Mitch nervt mich, dass ich bei ihm was helfen soll, aber ich habe einfach keine Zeit. Biete Mitch Benjamin Hilfe an. Das ist das, was ich meinte. Da kommt einfach mal... Waren die Polizei? Da oben, ne? Wenn du es mit der Kopfgeldjagd versuchen willst, sag Bescheid. Oh. Sag mal, wo war denn die Polizei? Ich bin so... Wie sind die reingekommen? Einfach durch die Tür gegangen. Beim UC Exchange kann man sehr gut Waffen einkaufen, aber behalte sie bitte immer im Halfter, klar? Hilfe! Ah, hier. Es gibt keine größere Ehre als den Dann mal tschüss. Okay. Ja, besonders, weil man die Sachen nicht kennt. Und es wird ja noch übler danach, ne? Von der schieren Menge her gesehen. Arbeitest du für mich? Ich verliere da den Überblick. Mein Paket. Hast du es schon? Ja, klar. Außerdem hast du Steuerschulden. Oh, klasse. Klasse? Danke, dass du das erledigt hast. Der ist total durch. Also, bist du so nett und kümmerst dich um meine Computernachrichten? Na klar. Da hat sich einiges angesammelt, während du weg warst. Du musst alles beantworten. Hier ist mein Passwort. Aber lass deine Antworten so klingen, als kämen sie von mir. Na klar. Ich muss meinen Ruf wahren. Ich hätte mal gucken sollen, was in dem Paket drin ist, oder? Oh. Bist du fertig? Moment. Kann ich in das Paket reingucken?
vergesse immer, dass man so eine Sachen mitunter machen kann. Ne? Du hast dann ein Paket und nee, leider nicht. Schade, okay. Okay, rennen wir schnell nochmal hin. So ein toller. Hätte ja sein können, dass wir da reingucken können. Nochmal bestechen oder so. Ich bin beschäftigt. Jede Menge. Mein Paket. Ja, hier, Steuerschulden. Oh, klar. Also, hier ist mein Pass. Ja. Okay, super. Ja. So, was hat er denn für Nachrichten? Bitte um Treffen. Ich würde gerne demnächst ein Treffen arrangieren, um eine mögliche Partnerschaft zu besprechen. Gelegenheit, Erz vom Mars zu kaufen, ergibt sich nicht allzu oft. Da bin ich bereit, ein sehr großzügiges Angebot zu machen. Aber lass uns persönlich darüber reden. Sag einfach Bescheid. Alter, hat er flöten lassen? Bei deiner psychologischen Beurteilung sind ein paar interessante Sachen herausgekommen. Es wäre gut, wenn wir uns mal unterhalten könnten, damit ich sicher gehen kann, dass du die Fragen richtig verstanden hast und damit du eventuell einige der Fragen etwas erläutern kannst, antworten. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass du Frage 6 komplett missverstanden hast. Ich bin nicht sicher, ob diese Person überhaupt auf dem Mars arbeitet, geschweige denn für diese Firma. Lass uns mal plaudern, um das zu klären. Ich muss eine ordentliche Beurteilung einreichen. Mr. Brand, ich erinnere dich hiermit daran, dass du nach wie vor ausstehende Steuerschulden hast. Also er hat es auf alle Fälle geschrieben. Wir haben nun eine Lieferung für dich zurückgehalten, in der Hoffnung, dass dies dich motiviert, herzukommen und deine Schulden abzubezahlen, damit du deine Lieferung bekommst. Wir schätzen Deimos als lokales Unternehmen und wollen diese Sache nicht unnötig aufgrund einer solchen persönlichen Angelegenheit eskalieren lassen. Vielen Dank für dein Verständnis. Also haben sie auf alle Fälle gemacht. Hallo? Hey Loser, seitdem ich weiß, dass du nicht mal für Arbeitsangelegenheiten an deinen Arbeitscomputer gehst, kann ich hier sagen, was ich will, ohne dass du es hier rausfindest. Blag, Popel, die Pups. Da hast du es. Ich kann irgendeinen Blödsinn verzapfen und es spielt keine Rolle, aber lass mich dir mal was Ernstes sagen. Du stinkst, du bist faul und inkompetent. Du bist ein arroganter, reicher Schnösel, der aus purem Glück an seine Stelle gekommen ist. Und das nicht mal durch seine eigenen Kontakte. Nein, dein Papa musste seine Kontakte spielen lassen und jetzt kannst du nicht mal gefeuert werden, weil das aus irgendeinem Grund schlecht für die Firma wäre. Was für eine Lachnummer. Du hast dir nicht mal die Mühe gemacht, dir meinen Namen zu merken. Dabei war ich 3 Jahre lang dein Assistent, Tim. Mein Name ist Tim. Du hättest dir nur 3 ganze Buchstaben merken müssen. Für dich zu arbeiten hat mich jeden Tag auf die Palme gebracht. Ich bin froh, dass ich gekündigt habe und du hast es bestimmt nicht mal gemerkt. Tim O'Shea. Urlaubsregelung. Anmerkung. Einer von uns, ich eingeschlossen, schuften dir fast schon 15 Jahre. Trotzdem bekommen wir nur 10 Tage Urlaub pro Kalenderjahr. Ich bin für diesen Job zwar dankbar, habe jedoch von ein paar Freunden zu Hause gehört, dass sie 15 Tage Urlaub bekommen, sobald sie 10 Jahre im Dienst sind. Könnten wir das vielleicht außer Hand haben? Vielen Dank. Genehmigen. Ersatz für Mining-Ausrüstung. Unsere derzeitige Mining-Ausrüstung befindet sich in einem beklagenswerten und ineffizienten Zustand. Sie ist älter als die meisten Arbeiter. Die Geräte gehen kaputt oder blockieren und die Reparatur ist zeitaufwendig. Unter den aktuellen Umständen können wir die Quoten nur gerade so erfüllen. Die Kosten für diesen Antrag sollten sich also rasch amortisieren. Mit verbesserter Ausrüstung könnten wir den Abbauertrag um mindestens 75% steigern und damit auch den Gesamtprofit. Genehmigen. Getränkeauswahl. Es wäre schön, wenn die Firma uns im Pausenbereich ein paar unterschiedliche Getränke anbieten könnte. Vielen Dank. Genehmigen. Verspätete Antworten. Die anderen Manager meinen, dass du verspätet auf deine Nachrichten antwortest. Ich schreibe dies in der Hoffnung, dass du oder dein Assistent, falls wir mal einen anstellen, sich darum kümmern. Genehmigen. Sehr schön. Er hat mich um alles gekümmert. Was ist denn? Warum gehst du mich jetzt rein? Erstaunlich, wie gut das Mining-Geschäft unter meiner Führung läuft. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal Probleme hatten. Tja. Hast du den Auftrag schon erledigt? Schönen Tag noch. Na klar habe ich den erledigt. Ist ja wie ein Länderspiel. So. Risiko? Nee. Nur Mining-Mitarbeiter der Deimos Sternenwerft dürfen in Cydonia und der Umgebung Ressourcen abbauen. Es ist Bürgerpflicht, unbefugtes Mining an die Cydonia Security zu melden. Ich hoffe, es war kein Fehler, Hank das zu überlassen. So, ich bin zurück. Schon gesehen. Gute Arbeit. Wusste ich doch, dass es klappt, wenn ich jemanden einschleuse. Die Bestellung für die Ausrüstung ist schon raus. Wollte dich bitten, sie für mich abzuholen, aber es gibt ein Problem.
Einer meiner Jungs, Hank Ferraro, wollte das übernehmen. Hab ihm gesagt, er wäre bei seinem Job hier besser aufgehoben. Aber er bestand darauf und war weg, bevor ich ihn aufhalten konnte. Aber es sollte nicht so lange dauern. Ein kurzer Trip nach Gagarin und zurück. Ich mache mir Sorgen und könnte Hilfe gebrauchen. Juri? Okay, was war jetzt das Pass? Ach komm, ich frag gar nicht erst. Ah, danke, das hilft mir enorm. Übrigens kann ich einen Teil vom Budget als Belohnung für deine Hilfe abzwacken. Das freut dich bestimmt. Na klar. Wir haben im Moment kaum Informationen. Ich würde bei der Schiffswerft von Cydonia anfangen, drüben im Raumhafen. Dort hat man Hank wohl zum letzten Mal gesehen. War ich doch vorhin schon. Mehr habe ich nicht. Andernfalls müsstest du seine Schritte von Gagarin aus zurückverfolgen. Viel Glück. Ach, das ist ja so eine mörderische Questreihe hier. Ich liebe das. Oh, das schaffe ich nicht mehr. Huch! Was gibt's? Bei vielen Leuten nicht, das stimmt. Aber jetzt, wo man so langsam reingekommen ist in das Spiel, muss man sagen, diese typischen ersten 3 Stunden, die hatten wir gestern gehabt. Ne? Den grafischen Teil habe ich ja erledigt. Aber jetzt, ja, kicken will ich jetzt nicht sagen. Also, aber es reizt halt zum Spielen. Vielleicht ist das Setting halt auch nicht für jeden. Es ist halt Sci-Fi, ne? Und nicht Fantasy und Co. Aber es ist, muss ich sagen, ein klassisches Bethesda. Es ist hell draußen. Überprüfe dein Schiff alle paar Ladungen auf Thermoparasiten. Die können nämlich ein gewaltiges Chaos verursachen. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Ich suche nach Hank. Mal sehen. Hank. Hank. Nein, der Name fehlt hier. Oh, halt, da ist er. Henry Ferraro. Hank muss wohl sein Spitzname sein. Ja, er war hier. Holte sich sein Schiff und flog los. Übrigens, allem Anschein nach ist er schon wieder auf dem Mars. Beim Landeanflug zum Raumhafen änderte er aber den Kurs und setzte dann weit vor der Stadt auf. Oh. Nichts Ungewöhnliches. Holte sein Schiff und war weg. Hat beim Tanken erfolglos versucht, einen Rabatt rauszuschlagen. Das war's. Ja, nächste Woche. Ach so, das andere hast du ja geguckt. Ich mach diesen Job schon seit Jahren, aber Gründe, warum jemand im Landeanflug den Kurs ändern sollte, fallen mir nicht viele ein. Es wäre nicht der erste Versuch, auf diese Weise Schmuggelware abzuladen. Aber normalerweise sparen sie sich den Vorbeiflug am Raumhafen. Und Scans gibt's auch noch, also ich weiß nicht. Du wirst ihn wohl selbst fragen müssen, vorausgesetzt, du findest ihn überhaupt. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Es wäre wohl wirklich am besten, die Sache mit deinem Boss zu klären. Ist vielleicht alles nur ein Missverständnis. Dann viel Glück und schönen Tag noch. Das wäre jetzt so ein klassisches Ding, weil jetzt laufe ich wieder zurück. Das wäre jetzt so ein klassisches Ding, wo wir wenigstens mit einer Art Kommunikator reden können, weißt du? Der Walking Sim ist super. Also Ford Solis. Probier es aber, pass auf. Ich werde mal jetzt hier runterspringen. Und unten. Ey, jawohl, so muss das. Warum Hank wohl so lange braucht?
Das ist schon seltsam. Warum sollte er das tun? Und warum kommt er nicht mit der Ware zurück? Da ist irgendwas faul. Ja. Ich habe mich umgehört, als du fort warst. Seine Kollegen meinten, er sei in letzter Zeit besonders... spendabel. Hänkig gewesen. Hänkig? Hat wohl geflucht, was das Zeug hält. Wegen der Arbeit. Und wegen den Kollegen. Er hat Sachen gesagt, die mich stark an seinen Absichten zweifeln lassen. Aber er ist nicht der Hellste. Vielleicht ist er noch in Cydonia. Sieh im Broken Spear nach, da geht er immer was trinken. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Bring ihn erst dazu, dass er gesteht. Und falls das klappt, hol dir irgendwie das Equipment zurück. Wenn er sich weigert oder dir nichts verraten will, dann werden wir ihn den Behörden übergeben müssen. Okay. Die Security von Cydonia wird ihn ordentlich rannehmen. Aber womöglich spuckt er nicht aus, wo der Kram ist. Also kitzle wenigstens das aus ihm raus. Ach so. Wir haben hier ein echtes Problem. Ja. Ich brauch, Warum Hank wohl so lange braucht? Ach ja? So. Denk dran. Das Wichtigste ist, dass wir herausfinden, wo das Equipment ist. Um Hank können wir uns später kümmern. Okay. Wir dürfen es nicht aus den Augen verlieren. Ja. Bevor es verkauft wird. Ja, doch. Oder Schlimmeres. Und an welche höhere Macht du auch glaubst. Bete, dass die Fracht nicht im All abgeladen wurde. Vor uns liegt eine Menge Arbeit. Viel Glück. Sonst machst du einen neuen Antrag. Jawohl. Haha. So, wo muss ich hin? Da oben. Der Job ist hart, aber er zahlt die Rechnung. Da ist Herr Hank. Bist du hier nur auf der Durchreise? Ja. Cydonia ist echt beschissen. Fragen, was? Ich kauf dir erstmal ein Bier. Ich lass mir normalerweise nichts von Leuten spendieren, die nicht mein Vertrauen genießen. Was? Kann man nicht einfach mal nett sein? Also, hab dich mit Trevor reden sehen. Was steckt jemand wie du die Nase in Sachen, wo sie nicht reingehört? Tja... Weißt du was? Der geht aufs Haus. Du wolltest die Ausrüstung holen, bist aber nicht zurückgekehrt. Stimmt, ich wollte das Zeug nicht zurückbringen. Ich hab's genommen. Weil ich es musste. Alle halten mich für eine Witzfigur. Und ich stecke in diesem Dreijahresvertrag fest. Kann mir nicht leisten, den zu brechen. Also, scheiß auf Damus, scheiß auf Trevor und die anderen Miner. Das Equipment war ihr letzter Strohhalm. Hat er dir das gesagt? Wir werden zum x-ten Mal die Quoten nicht erfüllen. Und wenn alle entlassen werden, schulde ich Damus nicht einen verdammten Credit. Kannst du deinen Kollegen das so antun? Gibt's für dich keinen besseren Weg, um aus dem Vertrag rauszukommen? Genau. Nein. Vielleicht. Weiß nicht. Ach, wem juckt's? Es ist mein Plan und ich zieh ihn durch. Wie kannst du es deinen Kollegen nur tun? Im Ernst? Du hättest dasselbe getan, wenn dich deine Kollegen nicht ernst nehmen. Ich zeige ihnen ständig, wie viel besser ich bin als sie. Aber sie lachen bloß und lästern hinter meinem Rücken. Tja, wahrscheinlich deshalb. Sie glauben, ich höre sie nicht. Tu ich aber. Sie sagen, ich wäre ein Angeber, der nichts drauf hat. Also leckt mich. Ich scheiße auf diesen Planeten voller verdammter Loser. Ich sag dir was, du gibst dir die Ausrüstung, keiner muss davon erfahren. Scheiße, ja. Du hättest mich einbuchten lassen. Und alles wäre umsonst gewesen. Verdammt. Okay, du gewinnst. Ich zeig dir, wo ich alles versteckt habe. Dann schleppen wir den Kram zurück. Der überfällt mich. Aber halt bloß die Klappe, wie du es versprochen hast. Okay, aber wenn du irgendeine Dummheit versuchst, dann geht's direkt zur Security. Ja, ich mach das so. Ja, ich bin kein Idiot. Komm einfach mit. Wir gehen raus. Falls es dich tröstet, ich traue dem Mann auch nicht. Ich behalte ihn im Auge. Danke. Sehr gut, so muss das. Ich traue dem auch nicht. Wir haben kaltes Bier und eine gute Atmosphäre.
Okay. Hallo. Hi. Du geh doch mal. Du bist mir wohl nicht gewachsen, was? Wir sind noch nicht mal raus, Mann. Huch. So, jetzt gibt's gleich Hauer, pass auf. Hat uns ausgetrickst gerade. Ach, da ist er. Hat sich angezogen. Hat aber... Naja, Standard. Ja, echt... Nee, ich hab einen Helm auf. Guck hier, ich hab einen Helm auf. Auch drin. Alles gut. Da wahrscheinlich, hä? Oder da? Schöne Ecke hier, okay. Gleich greift uns an. Wow, du hast das echt ganz alleine herausgekriegt? Ich dachte, ich war total vorsichtig. Es war so leicht. Trevor, der Boss, ist manchmal so krass laut. Und ich habe gute Ohren, also habe ich gehört, wie ihr über die Ausrüstung geredet habt. Ich wusste, wie wichtig das für alle ist. Und wie Lars sie ohne sind. Und dann lässt Trevor mich das Zeug abholen, weil er dachte, ich zeige Initiative. Der Plan war echt perfekt. Der ist zu sehr von sich selbst überzeugt, der Typ. Ich lass dir mal vorlaufen. Hier hinten ist doch gar kein Raumschiff. Ja, nee, erst wenn wir das Zeug haben. Ich bin ja schon nicht doof. Ist schon echt schade. Ich hätte sicher richtig Kohle mit dem Zeug machen können. Was glaubst du? 500.000? Eine Million? Aber wo hätte ich es verkaufen sollen? Ich kann ja schlecht Paletten voller Mining-Ausrüstung völlig unbemerkt zu Jane schaffen. Ist sicher am besten, wenn wir es zurückgeben. Es wäre ein Albtraum gewesen, das Zeug loszuwerden. Und es zu zerstören, das wäre noch viel schlimmer gewesen. Ist ja fast alles aus Metall. Das habe ich mir nur dabei gedacht. Ich hätte irgendwo ins Nirgendwo fliegen und es verbrannt werden. Es irgendwo in eine alte Mine werfen und einfach vergessen. Aber dann hättest du ein echtes Problem gehabt, oder? Gut, dass du mich vorher gefunden hast, was? Nur noch ein Tick weiter. Was? Du gehst? Wo soll denn sein Raumschiff sein? Ist keins.
Der will uns bloß ab vom Schuss bringen und dann abknallen. Na, und Atalantana. Oh doch, da hinten ist ein Raumschiff. Guck mal da. Ritter. Ah, gerade gehört, ja. Da vorne ist es. Siehst du's? Außerhalb von Cydonia gibt es einfach nichts. Absolut. Ich traue ihm nicht. Wo ist er hin? Okay, jetzt reicht's. Dreh dich um, sonst muss ich dir in den Rücken schießen. Wir müssen das nicht tun, wir können das besprechen. Nein, für unser Problem gibt's keine Lösung. Du weißt einfach zu viel. Oh. Ach du Gott, guck mal, in 3 Zügen muss ich 8 Überzeugungspunkte haben. Hier muss niemand verletzt werden. Bin ganz Ohr. Vorerst. Du rettest dich nicht dadurch, dass du mich tötest. Das verdächtigen dich auch andere Leute. Ach ja? Hm. Vielleicht denke ich besser nochmal nach. Ja, wir wollen beide nicht das Schlimmste riskieren. Das will keiner. Ach verdammt, du hast recht. Was habe ich mir bloß dabei gedacht? Das war verdammt blöd von mir. Die ganze Idee, hab sie kaum durchdacht. Ich habe echt geglaubt, das wäre meine einzige Chance. Ich will niemandem wehtun, aber ich steck zu tief drin und weiß nicht mehr weiter. Ich weiß, ich verdiene das nicht, aber hilfst du mir? Bitte? Wenn du dich stellst, dann verspreche ich dir, dass ich ein gutes Wort für dich einlege. Klar, wir sagen, Piraten seien dir gefolgt und wollten dich berauben und du hättest sie abgewehrt. Wo soll ich wissen, dass ich dir noch trauen kann? Wo hast du eigentlich so ein Schiff her? Darf ich etwa nichts Schönes haben, nur weil ich ein Miner bin? Das ist das alte von meinem Vater. Er hat es mir geschenkt. Es ist schon ziemlich alt und man muss einiges machen, aber ich wollte es nach und nach herrichten. Das war mein erster Testlauf. Woher soll ich wissen, dass ich dir noch trauen kann? Ich weiß nicht. Also ich würde es an deiner Stelle nicht tun. Ich könnte dir meine Knarre geben als Beweis, dass ich dich nicht umlegen will. Mehr kann ich kaum machen. Du hast mir echt gezeigt, dass ich einen Fehler mache. Deswegen steht er jetzt so da. Wenn du dich stellst, dann verspreche ich dir, dass ich ein gutes Wort für dich einlege. Das gefällt mir nicht, aber du hast recht. Wenn ich mich stelle, verschonen sie mich vielleicht. Vor allem, wenn du ihnen sagst, was hier passiert ist. Gut, ich mach's. So ist es am besten. Und hey, vielleicht wird wenigstens mein Vertrag aufgelöst. Ich will immer das Positive sehen. Ich will dein... Das war eine kluge Entscheidung. Wir konnten ihn nicht einfach davon spazieren lassen. Genau. Ich speichere sicherheitshalber mal ab. Ich glaube, der wäre auch ein bisschen... Schießt du auf den Hitler? Ich bin nicht glücklich, dass wir Hank töten. Du hast diesen Menschen kaltblütig ermordet. Nein! Bist du verrückt? Ups. Nein, wir machen es natürlich nicht. Es war nur ein Test. Ich will das Schiff haben. Das war nur ein Test gerade eben. Bei den Piraten hat es geklappt. Kriege ich dein Raumschiff? Wo ist dein Raumschiff? Da ist es. Guck doch mal, was das für ein Brocken ist. Ich will das haben.
unzugänglich. Das ist doof. Aber das kriege ich. So. Ja, man muss immer mal testen. Haha, jetzt rennen sie aber. Genau so, Atalantana, genau so. Wenn wir nicht testen können, wie sollen wir dann wissen, dass es funktioniert? Aber ich mag diesen Boost. Huch, wo bin ich jetzt? Ich bin falsch abgebogen. Nein. Hier. Da lang. Nee, nicht auf die Lampe. Wir werden leider wiederkommen. Zumindest wenn du sicher gehen willst. Beim Verlassen des Hauses. Keinen auf Arbeit anstecken oder so. So. Ich wollte eigentlich Vanguard werden. Dann habe ich gemerkt, dass mir von Weltraumflügen übel wird. Wenn es irgendwo Ärger gibt, sag Bescheid. Ja, Bescheid. Sergeant Booth zu Diensten. Wenn die Security irgendwie helfen kann, gib mir einfach Bescheid. Okay, Hank hier stellt sich wegen des Diebstahls von Minenausrüstung. Das stimmt. Ich habe das brandneue Equipment geklaut, das der Boss bestellt hat. Aber ich bin wieder klar im Kopf und weiß jetzt, wie scheiße das von mir war. Das war eine richtig miese Aktion von mir und ich werde jede Strafe akzeptieren. Stimmt das auch alles? Später einer wollte Demos die Wirtschaft... Nein, er hat das Verbrechen zugegeben und die Sachen zurückgegeben. Es ist kein Schaden entstanden. Ey, tut mir echt leid. Ich werde meine Zeit absitzen und alles gut machen. Es passiert selten, dass sich Verbrecher einfach so stellen. Und da kein wirklicher Schaden entstanden ist, sollte er glimpflich davon kommen. Das wird man ihm sicher positiv anrechnen. Gute Arbeit und danke. Okay, dann buchten wir dich mal ein. Du steckst jetzt schon ziemlich im Schlamassel, also pass auf, dass du es nicht noch schlimmer machst. Ich weiß. Die einzige Zelle. Tja, in deiner gemütlichen Zelle hast du genug Zeit, über deine Entscheidungen nachzudenken. Bleibst schön brav und gesittet, dann hast du keinerlei Grund zur Sorge. Was wird mit Hank geschehen? Wir werden den Fall untersuchen und ihn gegebenenfalls zur Rechenschaft ziehen. Je nach Urteil sitzt er seine Strafe ein paar Wochen in der Zelle da ab oder er landet für Jahre in einer außerplanetaren Vollzugsanstalt. Nee. Oh Mann! Ich habe Leute mit roten Augen gesehen. Sollte mich das besorgen? Naja, es sind keine Drogen, falls ihr das Sorgen macht. Es passiert einfach Minern und allen anderen, die zu lange im roten Marssand zugebracht haben. Kein Grund, sich mehr Sorgen zu machen als alle anderen hier. Früher war das mal ein Zeichen, dass jemand bereit für die Red Devils ist. Und manche Ex-Devils halten sich immer noch für wichtig. Die sind längst nicht so krass, wie sie glauben. Und wenn sich wieder mal einer aufspielt und Ärger macht, tja... Dann stutze ich ihn zurecht. Bleib sauber. Du schaffst das. Hank. Sei bei den Minen vorsichtig.
Glückskondos sind nichts Besonderes, aber für viele Leute die Heimat. Achtung, 3, 2, 1. Jawohl, ja. Erfolg. Ich bin schon gespannt auf die ganze Geschichte. Ich habe herausgefunden, was mit Hank und der Ausrüstung geschehen ist. Ja, habe ich von Booth gehört. Er meinte, Hank hätte die Ware gestohlen und sich nach einem Sinneswandel dann aber freiwillig gestellt. Wahnsinn. Ich wusste ja, dass Hank schwierig ist, aber sowas hätte ich nie von ihm erwartet. Immerhin kam er noch zur Vernunft, bevor er echten Schaden anrichten konnte. Ich werde mich um alles Weitere und das Equipment kümmern. Hier die versprochenen Credits. Und etwas Erz obendrauf, für das, was du für uns geschürft hast. Plus Bonus. Mit dem neuen Werkzeug holen wir das im Nu wieder raus. Das verdanken wir alles dir. Ohne dich wären wir aufgeschmissen gewesen. Tja, danke. Kopfbedeckung, Eisen 50. Okay, und wie viel Kohlen? Anzug, aha, aha. Wie viel Kohlen, bitteschön? Ein Rucksack, okay, kraftvoll. Und wie viel Kohlen? 3000 Credits. Ich hätte das mit Hank ahnen müssen. Hoffentlich lernt er im Knast seine Lektion. Okay, jetzt sind wir natürlich überladen. Was haben wir alles bekommen hier? Ein Anzug. Warte mal, da gehen wir mal hier über Anzug. Aber den besseren schon an, ne? Also von der Wertigkeit her. Wir haben Helm. Hm. Munition. Ach so. Das haben wir immer noch, das Passwort? Ui. Na, die muss doch gleich mal ran hier. Aber ich bin überladen. Warte mal. Ich gehe mal nach oben. Ich muss die Ware loswerden. Apropos, hat man doch eine neue Quest bekommen, ne? Die nicht? Feuerprobe? Nee. Zurück an die Arbeit und Aktivitäten. Sprich mit Rikwa. Da war doch irgendwas. Das haben wir gerade eben bekommen. So, wir brauchen ein La. Wir erinnern Sie daran, dass der Bring dein Kind mit zur Arbeit fahrt nicht offiziell genehmigt ist. Wir raten dringend davon ab, Kinder an gefährliche Arbeitsplätze mitzunehmen. Bitte was? Schützen wir unsere Kinder. Bringen wir sie nicht in Gefahr. Vielen Dank, Ihr Arbeitsministerium. So, ich muss irgendwo Krams verkaufen können. Hier, wahrscheinlich beim Händler. Mars, hieß es. Die Bezahlung ist super. Warum nervst du mich? Klappe. Was hat der Marswind denn da herbeigeweht? Okay, ich gehe mal wieder an die Arbeit. Du hier vielleicht? Lass dir Zeit. Und wenn du Hilfe brauchst, frag mich einfach. Jo, hey, was geht ab? Willst du hier bei der Handelsaufsicht ein bisschen einkaufen? Ich bin Manaki. Falls du irgendwelche Fragen hast, gib einfach Bescheid, ja? Bescheid. Handeln. Cool. Das machen wir hier. Okay, ich möchte verkaufen. Kuh, Entschuldigung. So, dann fangen wir mal Anzüge. Wir werden den Daimos-Anzug hier verkaufen, weil nicht notwendig. So, Waffeln. Die werden wir erstmal behalten. Wobei, bei den Waffen müssen wir mal gucken, brauchen wir wirklich dann sowas wie ein Messer? Was ist das? Ne, der Cutter? Ne, der Cutter, den brauchen wir. Was ist denn hier das hier? Da haben wir ja die Rettungsaxt. Packen wir mal weg. So, dann haben wir Helme. Gut, ist jetzt nicht so riesengroß der Unterschied. So, das ist immer noch zu schwer. Achso, ja, die Rucksäcke haben wir auch noch. Interessanterweise ist der Constellation-Rucksack immer noch mehr wert. Aber der hat doch weitaus mehr Stats.
Wegen der Füße und EM vielleicht, aber das ist doch trotzdem besser. So, hier haben wir noch einen kraftvollen. Den können wir verkaufen. Aber immer noch so viel. Ach so, weil... Ach, wir haben ja so viel Eisen bekommen. Guck mal, sind ja allein 65 Kilo, das Eisen. Das ist das Problem. Wir haben ja die ganzen Rohstoffe. Das ist ja das, was ich meinte. Wir brauchen irgendwie ein Lager. Ich habe noch das Doppelknochenhorn hier. Chronomark-Uhrengehäuse. Ich habe keine Ahnung, was das ist und ob das... Ich weiß nicht, ob das Schrott ist. Ich glaube, das ist Schrott, ne? Das brauchen wir nicht. Weil das ist Sonstiges. Ressourcen ist Ressourcen. Das heißt, die zerlegen wir auch nicht. Aber wir brauchen noch die Dietriche. Warum liegen die denn hier drinne? Warte mal, vielleicht, Wir sehen. Und mal Handel oder so. Gucken wir mal. Händler. Nee, ja, ja, das brauche ich auch noch. So viel dazu, es steht nichts drin. Nutz. Wie geht's? Kann ich dir helfen? Guter Plan. Vor allem, warum haben wir auf immer so viel Masse bekommen? Also was... Ich muss das Zeug loswerden. Jo, alle... Das Gute. Auch das noch. Ich kann nicht schnell reisen, weil ich zu viel trage. Du hast diesen Hank Ferrero geschnappt, ja? Ich war stolzes Mitglied der Red Dead. Schönen Tag wünsche ich. Ja, das weiß ich auch noch nicht, was es mit dem Flieger auf sich hat. Ich habe da ja nur die Kiste für den Captain. Aber was kommt da rein? Also, warum habe ich da nicht mehr? Die Kisten kann ich auch nicht kaufen und hinstellen, weißt du? Oder habe ich irgendwas übersehen, dass man doch irgendwo noch was reinpacken könnte? Wir gehen erstmal zum Flieger, weil es der einzige Ort, der mir jetzt so ad hoc einfällt. Oh, ich mag das. Das Wahre. Die Leute sagen immer, ich brauche mehr Hobbys. Über dich schreiben, nachdenken und reden. Das sind doch schon drei. Das ist er wird der Bringer. Pass auf, wir geben ein paar Sachen in die Forschungsstation aus. Der Geschichte der dekoriertesten Mitglieder der Constellation. Dazu spreche ich einfach deinen Namen 5 Stunden lang auf eine Slate. Oh, bitte nicht. Hä? Achso, 2 wären benötigt. Ja.
Ich kann nicht forschen. Vor allem, ich habe hier auch noch welche drin. Der kann bloß 40 in Masse tragen. Aber warte mal, ich sehe gerade. Oh nein, ich habe Kacke gebaut. Hier ist ein Messer drin. Das ist Müll. Maelström können wir rausschmeißen. So. Ach so, ich wollte... Ah, Mist. Wollt ihr hier Sachen reinlagern? Zum Beispiel halt das Eisen. So viel wie geht. Okay, so viel wie geht. Da ist echt nicht mehr, ne? Ach, weißt du, was das sein wird? Oh, Moment. Ach, ich Idiot. Hast du es auf Teile von Deimos abgesehen oder willst du Mineralien schürfen? Ansonsten haben wir hier nichts verloren. Vielleicht sollten wir es upgraden, dass das Ding, Schiff verbessern. Was brauchen wir denn? Schildgenerator? Nee, ich brauche... Achso, nächste Kategorie. Achso, das sind die Kategorien. Doch nicht hier. Aber hier, guck mal, es hat Frachtkapazitäten. 170 von 450. Wo werden die reingepackt? Okay, das wird übel. Gar nicht nötig. Ist doch schon in sehr gutem Zustand. Okay, danke.
Muss ja da einen Trick geben. Ich verkaufe erstmal Krams. Es wäre ganz schön schwach, wenn man kein Lager hätte. Ne? Also nur des Captains. Ich habe doch gerade aufgemacht. Ach, hör auf. Hinter dem Kapitänsstuhl. Okay, wir gucken mal. Wir lernen ja schließlich, ne? Weil jetzt kommt mal langsam so eine Phase, wo du echt Platz brauchst. Du kannst nicht alles verkaufen. Wie? Alles gut? Das hätte ich jetzt als Tutorial erwartet. Oder es kam und ich habe es übersehen. Also. Hier ist zum Beispiel nichts. Was hattest du geschrieben? Öffne das Schiffsmenü. Was ist das Schiffsmenü in der Nähe vom Schiff? Schiff H. Frachtraum da unten. Ach, hör auf, guck mal, was hier alles drin ist. Hier sind Teile drin für die Reparatur und so weiter. Okay, jetzt mein Inventar. Ah, super, okay. Dann packen wir, aber ich kann ja aus dem Inventar nichts verkaufen. Zum Verkaufen muss ich ja immer mit ran, ne? So. Jetzt wird es langsam angenehmer. Okay. Geh dann, klick unten rechts auf Schiffsbilder, klick auf Hinzufügen und Fracht aus. Okay. Probieren wir gleich. Schiffsbilder, sagt er. Dann hinzufügen.
Ja, geh. Und dann wähle oben rechts Fracht aus. Ach, wahrscheinlich. Okay, ich sehe es gerade. Da, Fracht. Und jetzt können wir nämlich. Ist, wo was andocken können. Ah, da habe ich keinen Platz dafür, ne? Wir haben keinen Andockpunkt dafür. Gut, das wäre jetzt aber nicht das Problem. Dass man das nicht drehen kann, ist ein bisschen seltsam. Schwenken, reinzoomen. Was ist denn das Band? Ah, nur gut. Wir haben ja ein bisschen Fracht hier da. Ist alles okay? Und es wird ja nicht das letzte Schiff sein, was wir haben. Gut, weiter im Text. Haben wir was gelernt? Sprich mit Rikwa. Wo müssen wir hin? Nach da drin. Auf jeden Fall danke, Frank. Weil war sehr hilfreich.